Willkommen und benvenuti bei Oiji spielt. Heute mit einem Side Letter, denn heute mal was anderes, was ich sonst nicht auf meinem Kanal habe. Ihr denkt, Golem, das ist doch zu erwarten? Natürlich. Es war auf der Messe 2021 das Spiel, das ich am meisten erwartet habe, was ich unbedingt haben wollte und was ich jetzt auch schon öfters gespielt habe. Aber heute geht es nicht um die Erklärung des Spiels an sich, sondern es gibt eine Spielerklärung. Kurz und knapp den Spielaufbau und den Spielablauf sowie wie die Siegpunkte bemessen werden. Denn wie ihr wisst, gibt es das Spiel noch nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Und für alle die, die sich damit etwas schwer tun oder einfach Lust haben, über ein Video die Regeln kennenzulernen, für die ist dieses Video. Kommen wir zum Spielaufbau. In dieses linke Haus werden auf den ersten drei Feldern Karten mit den römischen Ziffern 1 bis 3 gelegt. Das sind sogenannte Personenkarten. Auf das vierte und letzte Feld kommt eine Karte mit der römischen Ziffer 4. Später mehr zur Erklärung dieser Karten. In dem Haus der Bibliothek werden von diesen Karten, von diesen Bücherkarten, 5 Karten aufgelegt. Dabei ist es egal, wenn gleichfarbige Karten aufgelegt oder aufgedeckt werden. Hiernach werden in den drei Distrikten, der sogenannte rote, der gelbe und der blaue Distrikt, diese Plättchen ausgelegt. Es gibt 10 verschiedene, nummeriert mit den Zahlen 1 bis 10. Man wählt wahllos 7 aus und legt diese in aufsteigender Nummernreihenfolge aus. Somit die niedrigste Nummer hier und die höchste dort. Gleichzeitig platziert man sogenannte Menorah-Marker auf die entsprechende Position in der entsprechenden Farbe. Jeder Mitspieler, ich baue jetzt das Spiel für 4 Personen auf, setzt einen seiner Studenten auf das erste Feld des Bezirksweges. Hiernach wird die Synagoge aufgebaut und das Aktionsplanfeld daneben gelegt. Die Kugeln, entsprechend der Anzahl der Spieler, hier für 4 Spieler, werden in die Synagoge eingelassen und haben dieses Ergebnis. Gleichfalls werden von den Rabbi-Karten gemäß Anzahl der Mitspieler plus eine Karte ausgelegt, in unserem Fall somit 5 Plättchen. Dann wird, wie auch immer, die Spielerreihenfolge festgelegt. Jeder Spieler erhält diese Spielmaterialien, die teilweise auf das Spielerboard platziert werden, teilweise auf das Hauptspielbrett. Hier fehlen jetzt die 3 Studenten, die wir vorhin schon auf das Hauptbrett gelegt haben. Ihr seht das Spielertableau. Für den blauen Bereich wird auf das Feld mit der Ziffer 0 ein Marker gesetzt. Das ist eine Wissensleiste oder eine Bücherleiste. Hier oben kommen mit der grauen Seite die Felder für den blauen Bereich. Hier unten werden die ebenfalls auf die graue Seite die entsprechenden Golem-Bestandteile ausgelegt. Und für das Erstellen der Artefakte werden hier, und das ist im Grunde wahllos, diese 3 oder diese 2 Plättchen ausgelegt, die beide doppelseitig sind. Und wenn sie aktiviert werden, kann man sich die Seite aussuchen. Gleichfalls wird auf der Leiste der Golem-Erschaffung auf das dritte Feld mit 0 Siegpunkte ein Plättchen gelegt und die 4 Golems. Der Rabbi liegt außen vor. Hier in diesem Bereich werden die Kugeln eingelegt, die man in den Runden nimmt. Es bleibt noch zu erwähnen, dass dieses Tableau, was man anlegt, aus einer Auswahl von 4 verschiedenen auswählt, da diese asymmetrisch sind, und dass man dieses Tableau auslegt,
Beide haben eine Rückseite, das kann man also triggern im Zuge des Spiels, das hier nicht. Und das ist bei jedem gleich. Abschließend werden die Passplättchen in Anzahl der Mitspieler ausgelegt. Zu guter Letzt werden natürlich die Ressourcen ausgelegt und auf dem Feld der 10 Siegpunkte die Marker der Spieler platziert. Und nun geht es weiter mit dem Spielablauf. Golem verläuft über 4 Runden à 7 Phasen. In der ersten Phase, die in der ersten Runde nicht stattfindet, wird die am weitesten links befindliche Buchkarte entfernt, alle anderen einen nach links weitergelegt und eine neue aufgedeckt. Des Weiteren würden alle noch vorhandenen Kugeln sowie die Kugeln, die auf dem Spielertableau sind, wieder durch die Synagoge geworfen, um die nächste Runde vorzubereiten. Alle entfernbaren Plättchen werden entnommen und mit neuen ersetzt. Die zweite Phase ist die Bewegung der Golems. Vor der ersten Runde werden die Golems, 2 an der Zahl, die man hat, auf einen der 3 ersten Felder platziert. Dann wird geschaut, wie viele Bewegungen ein Golem gehen muss. Dafür schaut man aufs Spielertableau. Zu Beginn des Spiels ist der Marker auf diesem Feld, der besagt, dass das Golem 2 Felder vorgehen muss. Zusätzlich schaut man auf die Karte der Runde und sieht auch dort oben die Anzahl der Golem-Schritte. In unserem Fall somit 4. Nun kann ich meine Golems, in diesem Fall 2, insgesamt bis zu 4 Schritte nach vorne bewegen. Das wären 1, 2 und 1, 2. Ich könnte auch nur 1 und 3 gehen. Sollten wir uns in der zweiten bis vierten Runde befinden, kann es sein, dass ein Golem liegt, weil mit diesem eine Aktion durchgeführt worden ist. Dann stellt man das Golem auf und bewegt es die entsprechenden Schritte. Bewegt sich ein Golem über die 7. Spalte auf die 8., 9. oder 10., ist entsprechend in Wissensmarkern oder in Siegpunkte eine Strafe zu bezahlen. Wichtig für das Spiel, alle Zahlen in Rot sind Kosten. Sollte sich das Golem über die 10. Spalte hinaus wegbewegen müssen, gibt es für jedes Golem, bei dem das passiert, weitere 5 Minuspunkte zu verbuchen. Die dritte Phase ist die Aktionsphase. In dieser Phase kann jeder Spieler entweder einen Rabbi setzen, und zwar auf einen dieser Felder, oder aber er entnimmt eine Kugel aus der Synagoge. In der Aktionsphase entnimmt man 2 Kugeln und setzt den Rabbi in der Reihenfolge der eigenen Wahl. Der Rabbi wird auf einen der oberen 5 Felder platziert und diese Felder sind nur einmal nutzbar oder auf das unterste. Hier dürfte sich jeder Mitspieler draufsetzen und man bekommt die entsprechenden Ressourcen bzw. Fähigkeiten. Entnimmt man eine Kugel, passiert bei Gelb, Rot oder Blau Folgendes, und zwar, dass man einen seiner Studenten entsprechend einen Schritt auf der Leiste fortbewegt. In diesem Fall, wenn ich die blaue Kugel nehmen würde. Wenn ich eine weiße Kugel einsetze, kann ich keinen Studenten bewegen. Die weiße Kugel zählt als Joker-Kugel und entspricht, wenn sie auf meinem Tableau liegt, jeglicher Farbe meiner Wahl. Nehme ich die schwarze Kugel, darf ich 2 Studenten jeweils ein Feld nach vorne gehen.
Nun die Aktionen von oben nach unten. Entnehme ich aus der ersten Reihe eine Kugel, in diesem Fall sind dort 4 enthalten, bekomme ich als Dank dafür 4 Wissensmarker, die ich entsprechend, soweit ich sie denn nutzen möchte, von den Kosten des Arbeitens des Golems abziehen kann. Ein Golem zur Arbeit zu schicken, kostet 1 Wissensmarker, 2, 3, 3, 5 und 4, 8. Wir haben im Moment nur 2 Golems. Würden wir also 2 einsetzen, müssten wir 3 Wissensmarker bezahlen. Wir würden die Golems, die wir einsetzen, also hinlegen. Hierfür bekommen wir 3 Wissensmarker. Und hier oben können wir auf unserem Spielertableau im Bereich der Artefakte eine Aufwertungsaktion tätigen, die 2 Gold weniger kostet. Die zweite Aktionsreihe ist die Golem-Aktion. Ich erhalte Anzahl der Kugeln an der Ressource Stein, in unserem Fall 3, und könnte nunmehr gegen die Bezahlung von 3 Stein ein Golem erbauen, indem ich es von meinem Tableau nehme, in einer Reihe meiner Wahl platziere. Platziere ich es in einer Reihe, in dem schon ein Golem vor mir ist, sind die Kosten um 3 Stein erhöht. Platziere ich es in einer Reihe, in der noch kein Golem vor mir steht, kostet es nichts zusätzlich. Die Entnahme dieses Golems sorgt dafür, dass ich mit diesem Marker 2 Schritte nach oben gehe. Das gibt mir natürlich jede Runde 2 Siegpunkte, aber verlangt auch, dass meine Golems insgesamt 4 Schritte gehen. Des Weiteren hatten wir ja die Möglichkeit, eine Aufwertungsaktion zu machen. Das ist diese hier. Gegen die entsprechenden Kosten, die auf den entsprechenden Plättchen stehen, 3, 2 im unteren Bereich, 5, 3 oder 8 im mittleren oder 4 im oberen, gegen die Zahlung dieser Kosten an Stein kann ich das Plättchen umdrehen. Das Positive daran ist, ich erhalte solche Menora-Symbole neben anderen Aktionen. Wofür die Menora-Symbole zum Schluss wichtig sind, kommt später. Die fünfte Phase ist die Personenphase. Ich nehme mir die Personenkarte der aktuellen Runde. Wir schauen, welche farbige Kugeln gefordert sind. Hier in diesem Falle eine gelbe und eine rote. Und prüfen, ob wir diese Farbkombination, egal wie liegend, auf unserem Tableau haben. Denkt daran, dass die weißen Kugeln jeglicher Farbe entsprechen und auch somit immer eine richtige Kugel sind. Erfülle ich diesen Wunsch der Person, kann ich mir entweder 3 Geldstücke nehmen oder aber 3 Geldstücke bezahlen, um ein Gold zu bekommen und um einen meiner Studenten auf dem gelben Weg einen Schritt vorwärts zu gehen. Die sechste Phase gibt uns Einkommen. Und zwar haben wir sowohl auf dem Spielertableau wie auf dem Spielfeld Hände mit Symbolen drauf. Hierfür würde der orangene Spieler einen Wissensmarker bekommen. Auf dem Spielertableau gibt es zum Beispiel 2 Siegpunkte von dieser Leiste her. Das Artefaktefeld würde mir in diesem Fall 2 Goldstücke und einen Siegpunkt geben. Und auch auf diesem Tableau bekommen wir entsprechend der Steigerung unseres Markers Wissensplättchen. Die siebte Phase dient der Kontrolle der eigenen Golems. Man schaut, in welcher Entfernung die eigenen Golems, egal ob stehend oder liegend, vom jeweiligen Studenten des gleichen Bezirks entfernt sind. In Blau sind wir auf gleicher Höhe. In dem gelben Weg ist die Differenz 1, wobei man immer das Feld des Golems mitzählt, 1, und das Feld des Studenten nicht mehr. Ich müsste also bei einer Entfernung dieser Art ein Wissen bezahlen. Kann ich für ein Golem nicht voll bezahlen, gebe ich alle möglichen Wissensplättchen ab, bekomme jedoch
pro Golem, was nicht ausreichend bezahlt wurde, 5 Minuspunkte. Kommen wir zur Schlusswertung. Zum Schluss zählt man die Siegpunkte wie folgt. Man nimmt die Anzahl der selbst hergestellten Golems, also nicht die beiden, die bereits zu Beginn auf dem Spielbrett lagen, und multipliziert diese mit den erreichten Menora-Punkten. Das sind die roten. Das sind diese, die man erhält, wenn man auf dem mittleren Tableau des Spielbrettes diese Marker aktiviert hat. Hier wären es jetzt 4 mal ein Golem 4 Punkte. Das gleiche Prozedere wird mit den erfüllten Artefakten durchgeführt. Wir hätten hier ein Artefakt vollendet, die 3 sind nicht ausgefüllt, und man nimmt auch das mit Anzahl der gelben Menora-Zeichen. Die dritte Bewertung erfolgt bei den entsprechenden Slots. Je Slot, an dem mindestens eine Karte liegt, wird gewertet, also maximal 5, mal Anzahl von blauen Menora-Zeichen. In jeder der 3 Spalten kann man bis zu 32 Punkte erhalten. Sollte bei der Bewegung der Studenten auf dieser Leiste ein Student von der 7. auf die 8. Position als erster gelangen, erhält er einen zusätzlichen Menora-Wertigkeitsplättchen für die Endwertung. Weitere Siegpunkte gibt es durch diese 3 Felder, wenn man dort mit seinem Marker angelangt ist. Punkte gibt es natürlich auch für die Spielendekarten. In diesem Fall, wenn man 5 Bücher erreicht hat oder ja, erstellt hat, gibt es 2 Punkte. Wenn man mit seinem Schüler im gelben Distrikt bis zum 6. Feld gekommen ist, gibt es 4 Punkte. Und wenn man auf der blauen Bücherleiste bis zur 6. Position nach oben gelangt ist, gibt es auch 4 Punkte. Sollte man, und dann reicht hier eine Karte, sollte man 2, 3, 4 oder mehr Karten erfüllt haben, also von diesen Spielendekarten, bekommt man nochmals 2, 5 oder 9 Siegpunkte hinzu. Warum 4 oder mehr? Im Zuge des Spiels ist es möglich, weitere dieser Karten zu erhalten. Abschließend gibt es noch je 5 Ressourcen, und die Ressourcen sind die Geldmarker, die Steinmarker oder die Wissensplättchen. Je 5 gibt es einen Siegpunkt. Wer dann die meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ich hoffe, der Überblick war für euch verständlich. Schreibt mir doch in den Kommentaren, wie ihr es fandet, ob ihr mehr Regelerklärungen von Spielen italienischer Brettspielautoren sehen wollt und ob ihr das Spiel auch schon gespielt habt und was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal, euer Eugi.